Ja, bitte? Ja. Ja? Hm? Ja, bitte? Ihr braucht... Ja? Ja, bitte? Der hat irgendwie nichts zu sagen. Außer ja, 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 ja. Ja? Warum habt ihr euch der Dämmerwacht angeschlossen? Ich habe die Gerüchte in Himmelsrand gehört. Ich weiß, dass sich etwas zusammenbraut. Und ich habe die Vampire gesehen. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich in Furcht vor der Nacht leben oder dabei helfen können, mein Volk zu beschützen. Wie kann ich helfen? Sorine braucht Hilfe bei ihrem Vorhaben, unsere Armbrüste zu verbessern. Und wenn euch das nicht interessiert, sprecht mit Gunmar. Er hat etwas für euch. Gut. Ich gehe dann mal wieder. Mach das. Ich werde jetzt mal die Nebenquests machen, die sind cooler. Hilf! Ach, geh weg. Hilf. Armbrust verbessern finde ich gut. Nun, das ist nicht wirklich ein Palast, richtig? Aber sie ist stabil, sicher und lässt sich verteidigen. Ich bin lieber hier als irgendwo sonst im Himmelsrand. Wenn Isra mich braucht, muss es ziemlich schlimm sein. Ich frage mich, womit wir es hier zu tun haben. Könnt ihr mir beibringen, ein besserer Schütze zu werden? Ich kann es ja versuchen. Oh, das kostet aber richtig viel. Ja, so viel Geld habe ich nicht. Könnt ihr mir beibringen, eine Armbrust herzustellen? Etwas Einfaches? Natürlich. Das ist ziemlich leicht, wenn ihr etwas von der Stahlschmiedekunst versteht. Sprecht mit Gunmar, wenn ihr Werkstoffe benötigt. Wisst ihr etwas über die alte Dämmerwacht? Ich habe nur ein paar Geschichten gehört. Keine Ahnung, ob eine davon wahr ist. Sie sollten hier einen Vampir bewachen. Aber das Ende vom Lied war, dass sie selbst alle zu Vampiren wurden, nachdem sie gesehen hatten, wie mächtig er war. Und dann machten sie Rift unsicher, bis ihnen endlich jemand das Handwerk legte. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wenigstens versucht Isran, der Dämmerwacht wieder Ehre zu verleihen. Wie kann ich helfen? Ich möchte die Wirkung unserer Armbrüste verbessern und habe wirklich alles getan, was ich konnte. Jetzt brauche ich etwas Inspiration. Dwemer-Artefakte haben mich schon immer fasziniert. Ich nehme sie auseinander, stochere darin herum und versuche, die Arbeitsweise der Dwemer zu verstehen. Mit gemischten Ergebnissen. Aber rein zufällig habe ich herausgefunden, wo sich einige echte Dwemer-Diagramme befinden. Könntet ihr so liebenswürdig sein und diese Baupläne für mich organisieren? Ja, was habt ihr zu verkaufen? Es ist eher ein zufälliges Sortiment von Dingen. Seht ihr etwas Brauchbares? Ja, aber in Anbetracht dessen, dass ich kein Geld habe, will ich mal gucken, was ich hier verkaufen kann. Zum Beispiel das, 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 das. Ich habe 2 Milliarden Stäbe im Inventar, die müssen alle verkauft werden. Jetzt habe ich wieder Geld. Ich kann es ja versuchen. Das ist alles, was ich habe. Leider ist es nicht mehr. Geil. Ich kann Dienstleistungen tauschen. Mit anderen Worten, ich verkaufe das ganze Zeug, was ich habe. Und kriege dann Geld von ihr. Lerne dann, ich gebe ihr das Geld wieder dafür, für diese Dienstleistung. Und verkaufe ihr einfach wieder Zeug, da kriege ich das Geld wieder. Finde ich gut. Dum, 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 dum. Scheiß auf die Stäbe, die braucht eh niemand. Ich kann es ja versuchen.
Ich kaufe alles, was ihr loswerden wollt. Stab des Magnus. Ich glaube, der war gut. Das war, glaube ich, ein, den ich tatsächlich behalten will. Den ich aber wahrscheinlich schon verkauft habe, ne? Kann das sein? Behalten. In einigen Spielstunden interessiert das eh keine Sau mehr. So, 4, 2, 5 hat sie noch. Kann ich die noch irgendwie gewinnen? In Elfenbogen, wie habe ich das denn geschafft, die alle zu besitzen? Ja, ich schenke ihr Geld. So, danke. Also gut. Gut, dann hatte Gunmar, glaube ich, noch was. Oder war das wirklich nur eins oder nichts? Ja, es war eins oder nichts. Wo macht man, wo stellt man das her? Die Waffe, die die Welt verändert. Hoffentlich versteht ihr euch mit Isran. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Das stimmt allerdings. Hier kann man ja nur einschmelzen. Wenn ihr euch in Gefahr begebt, bereitet euch besser gut vor. Nehmt diese hier. Boah, ja, cool. Ich möchte einen gepanzerten Troll kaufen. Warum? Die Bearbeitung von Metall ist nicht einfach. Ich werde euch ein... Isran hatte einen erstaunlichen Vorrat an Waffen und Rüstungen. Seht euch um. Hm? Viel Glück. Was hat er mir denn für eine Rüstung mitgegeben? Eine hässliche und eine schwache Rüstung. Sehr gut. Eigentlich suche ich gerade den Ort, wo... Ja. Mir gefällt, was Isran aus diesem Ort gemacht hat. Ihr braucht hat. Etwas. Oh, die euch der Dämmerwacht angeschlossen. Ich habe zwei meiner Frauen an die Vampire verloren. Ich werde sie rächen. Gut zu wissen, dass ich es nicht alleine tun muss. Ich bin froh, dass es diese Dämmerwacht gibt. Also gut. Hm? Guten Morgen. Guten Abend. Guten Tag. Der hat um 6.25 Uhr abends guten Morgen gesagt. Ich glaube, bei dem stimmt irgendwas nicht. Der ist mir suspekt. Ja, ich möchte mir eine Armbrust bauen, ich kann aber hier nicht. Warum kann ich das nicht? Ich brauche einen Schmelzofen dafür. Ich spring mal eben... Wir springen ins Feuer. Nein, wir springen... Springen. Kindchen springen. Dein Vater ist der King. Im Kühlregal. Prinzipiell gar nicht schlecht. Kaufe ich mir tatsächlich oft. Verhältnismäßig. Ach, Werbung im Fernsehen.
Werbung im Fernsehen war auch mal besser früher. Hier ist die Schmiede. Hilfe! Was? Wie? Hilfe? Ich mache mir nichts aus der Sonne. Ah! Wäre jetzt besser als dies hier. Drache! Entdeckung! Er hatte mich echt nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Woher seid ihr gekommen? Von da. Ich weiß noch, wie man kämpft. Das ist gut, der nutzt es. Da. Warum ist Magicka ganz unten, ey? Was soll denn der Scheiß? Drachenfall. Aber im nächsten Überflug, falls er das überlebt. Yeah. Stirb. Pass auf, es zieht. Was passiert hier? Lass uns etwas schneller gehen. Wir sollen hier. Meine Hand geht gerade gut, wenn ihr versteht. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Noch einer? Lasst mal sehen. Jetzt ist der zweite. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ich habe noch einen Drachen gehört. So, was hat der mir jetzt überbracht? Das dürfte das, glaube ich, gewesen sein. Ich lese mal alles durch, was hier nicht gelesen ist. Dann gibt es ein Level of Violence between. Im Zuge der erhöhten Stufen der Gewalt zwischen den Sturmmanteln und den Kaiserlichen. Haben die Könige von, also die Jarls von Skyrim, von Nimbusrand, ausgerufen. Das Ganze zu stoppen. Für die Festivitäten. Bis weitere Notizen auftreten. Zivilisten sind. Sind aufgerufen, bei einem Zeichen von Konflikt sofort einzugehen. Die Könige von Skyrim haben beschlossen, dass die Feierlichkeiten. Ach so.
Aufgrund der, der erste Brief war folgendes. Aufgrund der Kriege sind alle Zivilisten aufgerufen worden, in die Häuser zu gehen, sobald ein Konflikt besteht, und alle Festivitäten werden ausgesetzt. So, das hier ist jetzt der zweite Brief danach. Die Könige von Skyrim haben beschlossen, dass die Festivitäten, also die Feierlichkeiten, dass die wieder aufgenommen werden. Wegen dem Ende des Bürgerkriegs. Lass uns nun unsere Differenzen beiseite legen und zusammenkommen mit Bechern gefüllt mit viel Met. Ja, ich muss ja doch mit der Tastatur, das geht doch nicht mit der Maus. Siebter erste Saat. Das Festival der Frische beginnt und kommt über uns. Nun ist die Zeit gekommen, um Dispute wegzuschmeißen, Resolutionen abzulegen und zu formen. Und keine Ahnung, was das heißt, Habits. Wie üblich, freie, kostenlose Heilung am jeden Tempel. Er hat mir wahrscheinlich auch die viel schöneren Wurms gegeben. So. Siebte erste Saat, das dürfte... Ja, das ist morgen direkt. Cool, kostenlose Heilung für uns. Nein, tut mir leid. Nichts. Genau, tut mir leid. Nichts ist auch die Aussage. Eigentlich wollte ich zum Schmied. Stattdessen haben wir einen Drachen besiegt.